Hallo, ich bin hier wieder mit dem HP Pavilion 11 X360 und wollte euch auch mal das Sounderlebnis mit dem Gerät vorstellen. Wie bereits schon auf dem Karton darauf hingewiesen wurde, ist dieses Gerät Beats Audio kompatibel. Man sieht es hier auch noch mal auf dem Gehäuse. Beats Audio. Ich selber habe von Beats Audio auch schon erfahren. Ja, durch stylische moderne Kopfhörer kenne ich diesen Namen jetzt. Das Ganze ist keine Hardware, Beats Audio. Das ist eine Softwarelösung mit einem Equalizer und soll das Klangerlebnis verbessern. Das Pavilion 11 X360 hat zwei Lautsprecher verbaut. Die befinden sich auf der Rückseite. Hier ist ein Ausgang und hier ist ein Ausgang. Das sind zwei Boxen. Und die Beats Audio Software ist auch schon bereits installiert. Aufrufen kann diese ganz einfach. Man gibt Beats Audio ein. Dann wird das auch schon hier vorgeschlagen. Dann gibt es einmal Beats Audio Control Panel. Und den können wir dann auch starten. So sieht das Ganze aus. Ich habe hier mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Einmal die Lautstärke ganz normal. Kann ich die Lautstärke verringern. Und auch die Aufnahme kann ich hierüber steuern. Also wie sensibel das Mikrofon abgehört werden soll oder nicht. Der Hauptmenüpunkt ist eigentlich Hörerlebnis. Hier habe ich die Möglichkeit, Beats Audio zu aktivieren und zu deaktivieren. Kann für die jeweilige Soundausgabe, ob das jetzt in Musik ist oder Sprache, Film, habe ich hier verschiedene Regler wie Bass, Center, Treble und habe auch noch mal einen grafischen Equalizer für die einzelnen Musikprofile, Musikrichtungen. Hier habe ich die Geräteauswahl. Das sind jetzt die Lautsprecher, die integrierten und der Kopfhörerausgang. Den hat das Gerät natürlich auch. Hier sieht man den Klinkeneingang. Und weitere Einstellungen. Aufnahmeerlebnis gibt es noch hier. Kann ich weitere Einstellungen zur Aufnahme vornehmen. Rauschunterdrückung, Nachhallunterdrückung. Und habe noch weitere Einstellungen. Kann von hier aus auch die Windows-Sound-Einstellungen vornehmen. So, der Kernpunkt ist jetzt Hörerlebnis. Ich möchte das einfach mal demonstrieren. Ich habe ein GEMA-freies Lied von unserer Band. Das lasse ich jetzt einfach mal abspielen. Man hört den Klang. Ist recht klar. Ich kann jetzt hier auch nochmal Rock auswählen. Werden die Höhen und Tiefen nochmal gesteuert. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was passiert, wenn ich die Beats Audio deaktiviere. Das klingt natürlich richtig blechig und stumpf. Und wenn ich Beats Audio wieder aktiviere, klingt es wieder richtig klar. Allerdings muss ich dazu sagen, ich kann jetzt auch mal die Lautstärke ein bisschen erhöhen. Also da kommt schon ordentlich Sound raus. Recht laut ist er für einen Laptop, finde ich. Allerdings bei basslastigen Liedern, die Bässe kommen einfach nicht über die kleinen Lautsprecher zur Geltung. Das ist vielleicht dann bei extern angeschlossenen Lautsprechern ein viel besseres Erlebnis. So klingen einige Sounds ein bisschen, ja, ein bisschen zu hell und nicht basslastig genug.